ihre Auto. Ach so, Moment, live. 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 Besser not talking, private. I don't understand. I will move. We live. The people see ah, you. We are live here. Okay. People see you. Guten Morgen, ich bin Jean de Majordome. Et ich bin hier. Yeah? Ah, non, ich muss... that's my job here and to make my guest happy. Und das macht er auch. Wirklich. Ich habe auch noch nie jemanden gehabt, der hier den ganzen Tag ist, bei dem man so Essen bestellen kann, der sich hier um dieses wunderschöne Chalet kümmert. Ne? Hier lebe ich. Das hier ist die Ange. Hi. Die Ange, mit der lebe ich hier. Die neue. Wir sind die WG. Hier wohnen ausschließlich Frauen und ich. Ich sage euch, wie es ist. Wir sind hier in den französischen Bergen. Hier, guck dir das mal an. Hier wird der Schnee geschippt. Das ist krass. Hier ist your Arbeitsbereich, ja? Ja. Can you show us your working place? Yes. Also, oh, ich stolz, das macht doch Angel. Ich arbeite ja? Hier und in der Kuche. In der Küche? Küche. Ja. Was gibt es heute Mittagessen? Ah, gut. Es gibt Salmon. Und ein schönes Salat. For me, fish not. Ah, yes, yes. You know. Für Sie, es gibt eine Bœuf Bourguignon. Eine Kuh. Ja. Ne? Le Bœuf. Le Bœuf, ja. Ist die Kuh. Mou. Mou, ja. Mou. Hey, merci, gell? Sascha ruft an. Ja? Ich darf die Handynummer nicht zeigen. Oh, fuck. Hoffentlich habe ich die Handynummer jetzt nicht geleckt. Nummer geleckt. Oh, scheiße, ich habe die Nummer geleckt. Oh, das kann doch nicht sein, so blöd wie ich bin. Ja, wollen wir uns auf der Straße treffen? Eins gegen eins, dann komm. Hey, what you do? How you going? Are we live, yeah? Yeah. You're going good. I have here the ashtray gemacht. Yeah, I left it there. Yeah, super. Is this beauty here, gell? You are from France? Australia. Australia. What you doing here? Digging snow. Er kommt aus Australien. Wie geht's Dr. Bob? Dr. Bob! Dr. Bob. You know, from Jungle? From the I am a celebrity Jungle Camp? Ah, yeah. Brisbane? Yeah. In Brisbane, you know this? That's where I live, Brisbane. You know the television show? Yeah. Ey, das ist unbelievable from Australia. Ey, guck dir das an, der ist aus Australien. So krass, was man hier an Leute trifft. Auch wenn du hier rumläufst. Feel a lot of English people here? Lots of English. A lot of English. Irish I met? Yeah. Like this Scottish? Yeah. Yeah, it's a bit of everyone. Good. Ich war noch nie so close to an Australian. Das ist so. Ist ihm scheißegal. Da oben ist Saschas Haus. Warte, ich zeig euch. Sascha! Ah, Mann, du. Klasse. What's your name? Name? Luke. What's your name? Knossi. Jens. Good to meet you. Where are you from? Germany. Germany. What do Australian people think about German? I love Germany. Yeah. I've been there a couple of times. Oktoberfest. Oktoberfest, da ist er doch. Lots of beer. Lots of beer. You know, the problem is, today wir werden eigentlich Snowbike. Ne, wie heißt das? Snowbike. Snowmobile. Mobile, yeah. Aber this is too dangerous because of Lawine. You can't see. Na, der Lawinengefahr. Yeah. Well, you know, when the snow, der ganze Mountain runter. It's like, it's too wet. No, die Lawine. Yeah, a lot of snow comes and then snow from the berg, from the mountain. Avalanche. Yeah. Dangerous. Sascha! Scheiße, zieh das Ding aus. Was soll er denken von Australien? Wer? Hier mein Freund, der sich um den Schnee kümmert. Hey, Luke, don't be scared of this. It's okay. No. Das ist he's a brave Junge vom Stuttgart normal. Das ist wirklich. Komm hoch, Sascha. He is really okay. You know what we are doing? We are live streamers, content creators. We are here for Samsung. Samsung. This is the newest phone yesterday released. Oh, right. Samsung Galaxy S24. Who? Hey, you go, Jean? I just need to go to my car to change the disc. Yeah. Make your break. Komm, wir gehen pool. Ja, helf mir mal. Über was streamst du denn? Über SIM-Karte oder über WLAN? Gut. Hä? SIM-Karte oder WLAN? WLAN, gut. Hast du wirklich meine Nummer gezeigt? So, brav, der Junge. Hast du wirklich meine Nummer gezeigt? Ich bin mir nicht sicher. Ich hatte das Telefon so, es kann sein. Ist doch eh eine neue Nummer, die ist doch egal. Ja, okay, Nummer. Dann sage ich jetzt auch deine Nummer. 0176. Komm her. Mensch, friss dir ehrlich mit deinem scheiß Croissant. Ey, ich hab nicht gefühlt. Direkt. Ich hab geguckt. Da ist nichts. Doch. Nein. Sag jetzt aus. Wo ist dein Zimmer? Warte doch.
Das ist mein Zimmer, geh rein. Wo? Da. Darf ich rein? Ja. Direkt erster Eindruck? Erst rein. Ist nicht meins, war Spaß. Ist echt das von der mit der pinken Haare. Was war denn das? Annas Zimmer. Ja, Annas Zimmer. Ist da nichts passiert? Ich hab doch frühzeitig abgebrochen. Hör doch auf, da ist mein Zimmer. Wirklich? Ja, na klar, siehst du direkt. Es riecht an dem Alkohol. Ja, ja. Ist mein Zimmer. Ja, guck mal hier. Guck mal hier. Da weißt du was. Aber warte mal. Digga, er hat eine offene Badewanne. Warte mal. Wusstest du nicht? Die offene Badewanne ist mein Kleiderschrank. Klar. Sorry, dass es ein bisschen stinkt hier drin. Riecht unangenehm, ja. Für Hugo nicht, ne? Ne, ist normal. Jawohl. Du hast eine große Dusche, du hast offene Badewanne, du hast Wasserhahn. Oh, ich glaube. Aber du hast doch auch einen Wasserhahn. Ja, doch. Also ihr habt da drüben, euer Haus kostet 50.000 die Woche. Ich hab's vorher extra nicht gesagt, du Idiot. Ja, aber ihr habt doch drüben Wasser hin. Ich hab extra nicht gesagt, wie viel das kostet, weil ich mir dachte, ja, Samsung vielleicht nicht so cool wäre. Und so sagt, du haust einfach raus. Weißt du, was das hier für ein... Dritter, Achter, Angelcamp 3. Jetzt hab ich's gesagt. So, jetzt ist es raus. Ja, jetzt ist es raus. Weißt du, wie viele Leute mir auf diese Story geschrieben haben? Hä? Dritter, Achter, findet's wirklich statt? Es ist so, ja, es findet statt. Ey, nein. Nein. Keine Garantie. Diesmal mit Hugo auch dabei. Als Köder. Ich habe alles da. Und nicht zu vergessen, der Wilkinson Sword Hydro 5. Da ist er. Ey, du hast auch für, ne, wirklich, also du hast auch mittlerweile für alles einen Partner. Komm jetzt. Ah, das ist ja wirklich krank. Komm. Du zahlst ja nicht mal für deine Unterwäsche. Lass mal deine gucken. Ja, nein, ist die falsche. Digga, Sauna. Mann. Ja, ja, das ist ja, mein lieber Mann. Findet ihr das krasser, Alter? Ihr könnt richtige Bahnen schwimmen bei euch, ja, in der Hütte. Ja, okay, aber das ist schon krass. Komm alle Mann rein jetzt. Die Optik krass. Hinten. Dann ist es der Knopf hinten. Ihr trefft euch in der Mitte. Lasst die Challenge machen. Ihr klatscht in der Mitte ab. Warte mal. Doch. Ja! Lava! Der Boden ist Lava! Boah, ist ja, krass. Kann man gut stehen. Ist da? Okay, jetzt pass auf. Ja. Wettbewerb. Ja. Was machst du? Hier kurz hängen. Bis 13 wieder zurück. Ich kann nicht hängen. Hier hängen. Ich kann nicht hängen. Da kann man nicht hängen. Mach da mal einen kleinen Sprung her. Ah. Oh, hast du Splitter? Was ist los? Ein Splitter. Oh nein. Was ist auch? Splitter. Digga. Ja, ja, dieses Holz. Die Ron Bilecki Brille. Ja. Du siehst reich aus. Warum siehst du reich aus? Ich hab die Brille und wie du... Hast du Schuhe an? Ja. Schuhfreies Chalet. Ich wohne doch hier nicht. Dann merkt man einfach, dass du reich bist. Du hast gar keinen Respekt mehr. Die wünschen sich einfach, dass du Schuhe ausziehst. Du denkst dir, hey, alles bezahlt, du kommst hierher. Was juckt mich das? Ja, abgehoben. Komm, dann mach doch deinen Scheiß aus da. Hör mal mit dem Scheißdreck, ehrlich. Jetzt suchst du die Fußballer. Na und? Ihr in der Südkurve immer. Da auf, man. Da braucht ihr euch doch nicht beschweren über die Ticketpreise mit eurem Scheiß da. Ehrlich, dann sollen sie doch wirklich. Jetzt. Diese alte Interviews von Stefan Effenberg. Das sind die alten Interviews von Stefan Effenberg. Geil. Ja, dann lass das doch mal jetzt. Freunde der Sonne. Und, dann war's und ich, lass mir das nicht gefallen. Ja, ja. Freunde der Sonne. Ja. Das ist der Satz. Ne? Und ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. Dann sagt er auch. Oh, warte, das muss ich am Montag gleich sagen. Er sagt auch noch in einer Aussage, dass er reich ist. So. Weil ich hab's. Noch so in diesem Open. Du weißt, warum Stefan Effenberg, mit welchem Move er überhaupt richtig bekannt wurde? Mittelfinger? Mit dem Effefinger. Mit dem Effefinger, ja. Dann leck ich doch. Ey, Stefan, sein Frau hat mir wieder geschrieben gestern. Ey, du kennst auch jeden mittlerweile, ne? Ey, mit Claudia Effenberg bin ich schon, wirklich. Ja, du? Ja, klar. Ja. Also wir sind, ich habe ihre Kleider daheim und, ist das jetzt hier ein Interview oder was? Nein. Was ist denn überhaupt, wie machst du denn das hier? Ich habe mir gestern noch überlegt, dass ich hier nicht hinkomme. Mit der Brille. Ich schwöre, ich bin auch direkt drin. Und wer bist du eigentlich? So, haben Sie jetzt hier auch mal, habt ihr hier den Praktikanten hingesetzt oder was? Ich habe eine Frage. Wenn du jetzt eine Nummer löschen müsstest aus deinem Kontaktbuch. Eine Nummer jetzt. Oder wärst das du? Noch eine Frage. Die wissen ja, dass du rauchst, weißt du. Und die haben, glaube ich, alle Nichtraucher hier rein. Hier raucht ja niemand. Hier riecht es auch gut, weißt du. Weil ihr weich seid. Ich hab ein neues Lachen auf einmal, das kenne ich noch gar nicht. Ja, ich weiß. Sei froh, dass wir den Scheiß hier auf deinem Ding da machen. Da. Weil meins nicht geht. Da warten gerade wieder, was weiß ich, wie viele Leute, Menschen auf mich. Ich freue mich so, dass wir einfach wieder zusammen sind. Guck nicht so genau hin. Ja, da ist eine Zahnlücke. Hinten fehlt die Seite. Ich habe genau geguckt, dass du da runterschielst. Hast du ein neues Ego? Ich will einmal Ron Bilecki sein. Ich will einmal Allerjuteste sein. Einmal mit dir da sitzen. Und das bin ich gerade.
Hol mal die Flasche jetzt. Einmal ausschütten. Kaufen und ausschütten. Ja, hinten dran stehen zwei Frauen. Die Warze guckt drauf. Da vorne den machen. Du redest nur so, weil ich live bin. Mach das an. Würdest du bei dir jetzt gerade so reden? Natürlich nicht. Ich kenn doch deine Mutter. Schmeiß mal den raus hier. Den Dragomaster. Was ist das überhaupt für ein Name? Geh, buddel dich ein, Alter. Dragomaster. Ich glaube, ich höre nicht richtig. Wer ist der Typ hier neben dir? Wer ist denn der... Ich meine, du kennst mich doch. Ich bin's. Prinz Frederik von Anhalt. Blau, blau, aber blau, blüht der Enzian. Heino, kennst du auch? Guck. Ja, ja, so blau, 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 blüht der Enzian. Aber auch, gell? Yes, Gott, Alter, du bist ja immer noch wie, wirklich, wirklich, du bist doch jetzt auch mittlerweile 27. Immer noch wie ein 17-Jähriger. Es kotzt mich an, ehrlich. Ich will mit Phoebe mehr sprechen als mit dir. Ich wollte doch nur über die Bochlerliga reden. Ja. Montag. Und ihr wollt ja auch gewinnen, richtig? Was ist das? Das ist doch blöd. Du meinst, wir fahren da Montag hin, weil wir verlieren wollen, oder was? Okay. Meine Fresse. Und für den Scheiß habe ich mir wieder die Zeit genommen. Und da brauchen Sie da draußen, da brauchst du dich wieder hinsetzen von der Bild-Zeitung. Weil wenn die Fragen hier so weitergehen, ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen, Freunde der Sonne. Welcher Fußballverein tritt denn an, um zu versagen Montag? Noch eine Frage. Startaufstellung und auch zufrieden mit der Spielerwahl? Also gibt's da schon irgendwie... Sponsor-Scheiß wieder saufen hier. Haben wir wieder nichts anderes da, hä? Glaubt ihr, habt überhaupt gute Spieler, um den ersten Spieltag zu bestreiten? Sind die Jungs fit? Mich am Arsch lecken, ehrlich. Wir haben ein paar gute Jungs dabei, frag nicht nach den Namen, aber da sind ein paar Jungs dabei. Der eine mit die pinke Haare, ja. Dann der Blonde. Ja. Wir haben alle bekommen im Draft, die wir haben wollten und ihr werdet am Montag sehen. Und es ist wie jede Saison, der Verein mit der meisten Kohle ist vorne mit dabei. Der Verein sitzt links, Lukas Podolski. Und gegen den treten wir am Montag an und dann wollen wir doch mal sehen. Das hast du ja schon geliebt. Du brauchst mir nie wieder erzählen, Alter, ja, dass ich nicht liegen soll. Und du weißt ganz genau, wie die Verträge sind. Aber verstehst du, ich war gerade drin in Character. Ja, was soll ich machen? Nein, aber ich bin... Verstehst du nicht? Das ist doch professionell! Das ist doch professionell! Hör mal zu jetzt! Hör mal zu! Der Unterschied zwischen uns beiden ist, ich höre zu. Ich bin in Character drin, wie Johnny Depp aus Charlie und die Schokoladenfabrik. 3 Monate ist er nicht mehr ausgekommen aus dem Typ. 3 Monate war er der. In den Schokobrunnen. Zu Hause, draußen. Wenn du einmal drin bist, da kann mir keiner einen Vorwurf machen, wenn ich in Character Scheiße baue. Weil ihr das alle nicht versteht. Du bist doch kein Künstler. Du sitzt hier, hältst hier die dicken Rede, hast die Hose hier unten in der Kniekehle. Ihr wisst doch nicht, wie es ist in Hollywood drüben. Was war das, Alter? Nein, ist sie gebissen. Hat es nicht geplatzt? Ist deine Hose gerissen? Nein, ist nicht. Guck mal! Hey, hast du die gekauft? Ja, ich hab gedacht, das ist sogar mit Schwarz. Guck mal, Phoebe ist da, wir haben jetzt endlich die gleichen Schuhe. Jo, hier ist er, euer YL-Streamer. Hey! Wow, hey, ich bin da! Adam, ich gehe mit euch jetzt in die Stadt. Ich bin jetzt euer. Hey, danke schön. Ich wollte mal DMs sagen, Alter, du siehst voll jung aus mit Mütze. Ja? Immer Mütze. Sieht man die Landebahn nicht? Sorry. Du bist eine Drecksau, ehrlich. Warum bist du so ein Mensch? Ich dachte, ich sprühe nach unten. Ich dachte wirklich, ich sprühe nach unten. Tut mir doch leid. Was tut dir leid? Ja, dass ich dir ins Gesicht gesprüht habe. Wo ist meine Robert Geist Gedächtnis? Ohne die gehe ich ja nirgends hin. Lass mich am Arsch lecken. Lass mich raten. Hä? Telefonierst du auch ab und zu mit? Wir haben Streit. Ja? Naja, Leute wissen schon. Warum? Keine Ahnung, ich habe ein bisschen Spaß gemacht im Stream, also nichts Schlimmes, einfach nur so. Die haben mir Klamotten geschickt, so ausgepackt. Und halt so ein bisschen, hey Frau, hast du wieder langsam Schuhe an, ein bisschen Spaß gemacht und so. Nö. Oh. Können die nicht über sich selber lachen. Wer kommt denn jetzt? Hello. Hey, gut. Fine. Yes. Let me rat from Australia. Oh, no. From England. Ja. English. We are live. Wir sollten vielleicht fragen, ob da unten ein Sportgeschäft in der Stadt ist. Is there down under a sport shop? A sport shop? A sport shop. Down there. Yeah, for sure. Wow, ich liebe, yeah. I love your accent. Yeah, this. Du weißt, was ich meine. Hey, thank you. Should I just carry on talking? Nein, aber das ist so beautiful. Oh, thank you so much. Right. Which name? Willst du ihr Namen wissen oder von dem Chef? Intershop. Wahrscheinlich oder so. Yeah, Intersport, yeah. Okay, and your name?
Chloe. Chloe. Have a good afternoon. Have a good. Okay, wir gehen wieder raus in Celle. Hey, ich freue mich so, dass wir hier unterwegs sind. Weil wir haben jetzt auch noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt. Ne? Nein. Wir nur waren einmal Pizza-Buster. Und irgendwo noch gesehen? Nee. Woher kennst du mich? Wie, woher kenne ich dich? Von Twitch? Ja. Nee, gut, dass wir da, weißt du, dass wir da klar sind. Ah, oh, fuck! Warte. Oh! Oh! Ich bin umgeknickt. Oh, wirklich? Fuck! Ja, aber tut's so schlimm oder sagst du, geht's? Boah, das ist so schockmäßig. Mensch, ich glaub, geht wieder. Jetzt reiß dich zusammen. Digga, warum gehst du so schnell? Ich hab nicht so krasse Schuhe, ne? Ich auch nicht. Leicht tippeln, Kess. Ah, leicht tippeln. Okay. Du gehst so schnell. Okay, Sascha, du musst den Rucksack doch nehmen. Ja, ja, ja. Ich dachte, wäre geil. Ja, ja, du riechst gut. Ich hab meine ganze. Du musst an seinem Gesicht riechen. Du musst an seinem Gesicht riechen. Der hat mir es ins Maul gesprüht. Aus Versehen. Sorry. Du bist eine Drecksau, ehrlich. Digga, guck dir das an, wie er laufen kann mit seinen Schuhen. Das ist so unfair. Ja, ja, ich hab ja richtige, das sind ja richtige Moonboots, ne? Und hier stand das Auto schräg, ne? Nochmal für den Chat. Baby, wir sind jetzt mit Stream, wir gehen laufen jetzt in die Stadt. Hier stand das Auto, halt genau so. Ja? Wir drehen hier, drehen rückwärts gegen das Ding. Bumm! Hey, seid ihr gegen das Ding? Ja, ja, sie steht, ich guck hinten runter. Diese Jurassic Park Szene, wo du nur noch an der Klippe hängst, wo sich im Auto keiner mehr bewegen soll. Das habe ich empfunden, das habe ich gespürt, weil das Auto war so hinten. Sieh wieder vor, wieder zurück, ich sehe der Abhang nochmal, hält der Baumstamm nochmal aus. Weil ich richtig Angst gehabt. Die Mädels, ich nicht bewegen. Nein, Walla, sag Walla. Wir waren hier dran. Sag Walla. Zweimal. Sag Walla. Wula. Ja, wir waren zweimal dran. Die vorne. Wir haben nichts verstanden. Es gab keine Sprachbarriere. Ich so, einfach sitzen bleiben. Der Maler so. Das Leben zieht an uns vorbei. Sieh nochmal. Und durch ums Eck. Aber wäre doch geil, da runter zu rutschen. Bist du doch ganz sauer? Wenn der Bus hier, komm mal her. Ihr werdet ja auf den Schnee offen gefallen und dann easy. Dann hatte die easy? Wahrscheinlich kommt das hier durch die Scheibe hinten rein und ist über meinen Kopf gesteckt. Ich könnte jetzt da reinspringen und ich würde keinen Fallschirm bekommen. Ja? Sag ich. Du bist nicht Jan Schlappen. Ja. Ich könnte da reinspringen und ich krieg keinen Fallschirm. Nein. Mach. Nein. Ey, komm. Nein. Okay, ihr hattet recht. Ja, ja. Das ist was Hartes. Komm, wir gehen. Ey, lass mal. Glaubst du, ich habe in meinem Leben sowas noch nicht gemacht. Aber glaubst du, es funktioniert, dass du reingehst, so richtig auf unangenehm? I'm interested in the shoe. Look my Instagram. Nein. Dann zeigst du so voller... Du lügst. Ey, lass uns diese Verhandlung heute starten. Das hast du doch safe schon mal gemacht. Na, der hat doch deine ganze Inneneinrichtung basiert auf Instagram-Stories. Aber doch nicht, dass ich da hingehe und sage und verhandle an der Kasse. Ja, das machst du ja nicht, das macht dein Management. Digga, wenn du das machst, Wallah, ich sag, die machen. Probieren. Insights gut, what can we make price? Boah, du weißt das Wort Insights, du bist schlau. Komm. Weißt du auch? Ja. Und durch diese Brille sieht die Welt schöner aus. Kannst du machen. Sieht geil aus? Du siehst auf jeden Fall reifer aus. Reifer? Ja. Also älter. Mach dich reifer. Wie sehe ich jetzt gerade aus? Jung. Jung, weil wie gerade, weiß ich nicht. Schulausschluss 2 Wochen. Du siehst aus wie 60. Ich sag nur. Es ist Schluss hier! Es ist Schluss! Guck mal einmal durch diese Brille durch. Wie sieht das aus im Stream? Ja, verstehen die Leute, wie schön das aussieht? Und Bilecki hat auch noch so eine Orange, die ist noch schöner. Keine Strahlung mehr. Und besser schlafen. Wir brauchen für diesen Abstieg 2 Stunden. Ey, pass mal auf. Nein, wir sind 100 Meter gelaufen. Ja, weil du so viel laberst. Du laberst so viel. Tatsächlich wurde mir gestern gesagt, ist das auch der Ort mit dem Schlift, an dem wir waren, an dem Michael Schumacher damals verunglückt ist. Krass, ne? Kennst du noch Michael Schumacher? Den Namen kenne ich. Der Rennfahrer, der dann den Skiunfall hatte. Komm weiter. Du kennst nur den Namen? Ja. Wer ist denn mit dem Rennfahrer? Kennst du Gomma HD? Nein. Ja, also. Du kennst. Warte mal, jetzt hör auf. Ja. Ja, ich kenne Michael Schumacher nicht, er hat nicht Gomma HD. Wer ist jetzt weiter vorne? Ich? Wer ist denn Gomma HD? Gomma HD ist YouTuber. Streamer, klar. Ja, Streamer auch. Ja, wow. Krasser Typ.
Mein Geschäft. Wir reden hier von Michael Schumacher. Ja, wir reden und hier von Trommel. Du redest mir von Gomas HD. Minecraft, Alter. Und wir reden hier von Michael Schumacher. Gome, Alter. Goblin. Alter, komm. Was macht er mit Gommel, Digga? Ich dachte, wo Junge, was wäre das jetzt? Fast Jugendwort geworden. Gomme-Mode. Ja? Das ist doch gut. Wir reden aber trotzdem von Okay, Jugendwort. Jugendwort. Ja, macht ja, Digga, ja. Ja, ich bin aber auch alt. Wenn ich diese Jugendwörter höre, hör doch auf. Wie alt bin ich? 37, oder? Ich bin zeitlos. Ey, ich weiß, was dein großer Vorteil ist. Du bist auch immer... Ne, 20 ist super Alter. Aber ich sag dir, wenn ich jetzt rückblickend so überlege, du wahrscheinlich auch, Sascha, so wie wir mit 20 waren, wir waren noch nicht vollendet, so reif. Ne? Nein. Also ich würde immer gern, ich wäre gerne jetzt mit dem Wissen jetzt so alt wie du. Das wäre krass, ne? Aber das verstehst du erst irgendwann. Ich verstehe das. Ja, nee, aber ich mit 15 war ich ein Hurensohn. Jetzt mit 20? Aber Hurensohn-Zustand ändert sich nie. Nein, weil wenn deine Mutter... Was sind denn da für Beispiele? Komm. Lass mal Kontakt geschnitten. Hey! Die hauen uns aufs Maul, mal lieber nicht. Okay. Ja, ey, die warten auf uns. Die fangen uns da unten ab. Mach dich bereit, Feuerzeug in die Hand. Ich hab kein Feuerzeug. Wie alle Mann hier. Oh, Bruder, dann sind wir. Ich halt drauf. Alter! Hey, what the fuck? Aus Kuch! Komm hinterher. Ich dachte zuerst wirklich, wo ist er? Wo steht er mit Gewehr? Weg! Digga, guck dir das an! Guck dir das an, was sie das gezündet haben! You have some! You have? Vous avez les bombes? Dumm! Er hat nicht mehr, er hat nicht mehr. You get that, hä? Mit euren Knaller. Ja. Where are you from living? Where are you from here living? No, from Paris. Wow, Paris. Wow. Where from? Germany. Luxemburg. Hey. Germany and Luxembourg. Stuttgart. Ja, Stuttgart. Weißt, ich sag extra Stuttgart. What? Football? VW, ja. Müll. Ich sag extra Stuttgart, falls ich uns suchen, dann geht's jetzt schon wieder. Hey, gib mir eine Böller. Komm, I check you. Alter, ich schwör dir ab. Why you bomb? No Silvester. Ja, why? Ey, Hund. Du musst dich doch dem Publikum anpassen. Du kannst ja jetzt nicht auch genau so. Wir sind nicht in Deutschland. Das ist der Unterschied bei 20. Verstehst du? Da ist eine ältere, eine Frau, die ist hier mit den Händen. Weißt du, was die machen? Ich habe das Businessmodell schon sofort verstanden. Falldocks. Weißt du, was das heißt? Der Ort hier heißt doch, wie heißt der Fall? Waldisère. Die bringt hier die Hunde raus. Die macht mir die Hundesitter. Hab mal Respekt. Was labert der? 100%. Frag. Ich hab das Gefühl fürs Geschäft. Sie gehen mit den Hunden raus. Ja. Du sagst Fall. Weil ich das Adlerauge habe. Verstehst du, was ich meine? Mit diesem Auge und diesen Ringen siehst du einfach mehr. Komm. Siehst du meinen Schwanz? Sorry, du bist zu family friendly. Ist ja family friendly. Ja. Ich bin immer zu jeder Familie freundlich. Was? Sag mal jetzt einfach was Nettes. Komm. Okay. Gut. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Hast du schon mal eine Freundin gehabt? Ja. Du? Na klar. So klar ist es auch nicht. So klar ist es auch nicht. Meinst du, mein Kind kam wirklich vom Storch gebracht oder was? Zieh mal die Brille aus. Zieh mal die Brille aus. Deswegen. Schwarz. Jens, kannst du dir nicht gefallen lassen. Er denkt auch, er ist schön. Nein, das denke ich nicht. Du siehst auch aus wie so ein Hobbit. Ja, da hat er recht. Du kannst dich nicht aus dem Fenster lehnen. Ja, okay. Wenn Sascha das sagt, wenn Sascha zu mir, dann denke ich wirklich, ja klar, ein schöner Mensch sagt mir das. Aber bei dir weiß man auch nicht, ja, okay, ob die Eltern Geschwister waren. Ja, aber das Schöne ist, du hast deine Zähne noch, auch wenn sie schief sind. Boah, halt aber Kamera nicht an die Polizisten, oder? Nein. Mir live. Nur. Mach weg, Kamera. Sie ist joking. Ja, ja. Dachte ich auch. Ja, du hast recht. Ja, wir waren woanders. Hey, Piratenschiff! Wollen wir da rein? Das ist wie mein Vierjähriger. Wirklich, ist nicht anders, wie wenn ich jetzt mit meinem vierjährigen Sohn hier bin. Hey, Piratenschiff! Es hat mich so erinnert, jetzt gerade wirklich so extrem. Ja, wir gehen rein. Komm, mein Junge. Geht da über den Zaun? Mit meinem Sohn auch schon im Kindergarten hier zum Sonntag. Dann geh rüber. Papa, ich will aber.
Ich spiele. Kannst du machen mit mir? Ja. Kannst du mich. Digga, nein, das schaffst du nicht. Warte mal, bitte, pass auf, hier haben wir das Problem, was die Polizisten uns gerade. Zeig mal einmal, drehen wir um. Ja, uns aber voll im Visier. Ja, ja. Na komm, rück mich. Na komm, mein Junge. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Komm, wir gehen. Das ist Joke. Das ist nämlich kein Spiel, das ist ein Kindergarten. Das war der letzte Livestream, den ich mit euch mache. Oh, ein Piratenschiff, geh mal rein. Ey, wirklich, aber so ist halt mein kleiner Junge aufgemacht. Kann er schon reden? Naja, natürlich. 4 Jahre und kannst schon reden? Du nicht, konntest du auch. Ich kann jetzt noch nicht reden. Ja, stimmt. Du aber auch nicht. Doch. Sag mal Hurensohn. Sag mal. Sohn einer Prostituierten. Nein, sag mal wirklich das Wort Huren. Das sag ich nicht. Das ist nicht schlimm, das ist... Hast du doch neulich auch im Stream gesagt. Ja. Hast du auf den Chat gefragt, ob welche da sind? Ich frag sowas nicht. Ach, er hat gefragt, ob Hurenzöhne da sind. Ja, nein. Du hast nach dem Beruf gefragt, nein, pass ja? Pass mal auf, aber er spricht das hier aus. Bei euch ist das eine Beleidigung. Bei mir ging es um die Berufswahl, um was die Eltern machen. Und ich habe einfach gefragt in der Chatbox, ob es einen hier gibt, der ein echter Hurensohn ist. Wo die Mutti... ja, es kann das. Ich weiß nicht, was dran so lustig ist. Weißt du, es ist ja auch, du bist ja auch Bauarbeitersohn. Du bist ja auch Zahnarztsohn. Du bist Professorsohn, du bist Doktorsohn. Und ich habe einfach du gefragt. Du hast das schon gefragt. Ja, es ging um Beruf. Auf Hurensohne gibt es dein Scheiß. Du bist das nicht komisch. Doch, ich hab den Glück gesehen. Waren noch ein paar Einser da? Der geht noch. Soll ich fahren? Ja. Haben doch früher kein Geld gehabt. Haben am Müll geguckt. Da lag ein Schlitten. Jetzt komm, Mama, Spaß. Kennst du auch, weil es gibt's ja auch. Lass ihn springen, den Kleinen. Papa raucht eine. Papa macht Pause. Schön. Schön. Ey, cool. Kann jemand die Schlitten und wir den ja, ja. Hochgeben? Onkel Sascha macht. Onkel Sascha. Papa raucht ein. Ei. Und wenn das die Mama sieht, dann schimpfst du wieder. Zieh die Hose an. Nein. Okay, jetzt gib. Ganz hoch, am Berg, mein Junge. Papa macht Video. Ey, hier geht's ein bisschen rein, ne? Ja, ja, ja. Ja, das ist so, das soll so sein. Papa macht Video. Ganz hoch an die Spitze. Du musst doch mal fragen, Papa, guckst du auch, ja? Guckst du? Papa guckt, kann losgehen. Schön. Das geht nicht. Nimm deinen Schlitten mit. Wer Spaß haben will, tragt, muss auch selber tragen. Hier kann man noch fahren. Kein Meter. Wo soll ich ziehen? Wo kann man jetzt? Schnur weg. Ziemlich. Du musst wieder... Ja, hier. Eigentlich schon, ja. Doch, wir sind noch live. Warum? Kannst du nicht bringen. Was ist das wieder? Du hast mir den Schlitten gegen mein Schienbein gehauen. Wo ist Text? Text? Was nee, macht der? Ist an meinem PC. Das steht jetzt in deinem Stream? Ja. Sehr, sehr wichtig. Gut, sehr, sehr wichtig. Aber das Stream läuft noch, ist doch egal. Hat er ja. Jetzt nicht Unrecht. Komm. Wie hat er nicht Unrecht? Komm jetzt. Ja, mit 20 waren wir alle noch... Findest du ein Loser? Nein, du bist kein Loser. Du bist einfach... Du bist ein Nicht-Gewinner. Okay. Nein, nein, nein. Ich meine, es gibt so eine, pass mal auf. Es gibt so ein Interview, wie ich da drauf komme, von Klitschko. Ne? Er hat einen Kampf verloren, nie einen Kampf verloren. Hör zu, das ist wichtig für dein Leben. Ja, sorry. Nie einen Kampf verloren, nie. Wirklich, er steht im Interview und die fragen ihn, wie fühlst du dich? Und er so, es ist ein komisches Gefühl, ein... Und er überlegt, er kennt das Wort Verlierer nicht, ein Nicht-Gewinner zu sein. Also, er kennt das Wort einfach nicht, weil nie erlebt. Verstehst du, was ich meine? Ja. Dominik Reese. Mach dich jetzt an meine Freundin ran. Lemon Reese? Ja? Ja, der ist gerade in meinem Zimmer und macht es mit meiner Freundin. Ja. Das ist doch nicht schlecht. Okay. Wie heißt sie denn, deine Frau? Vivi. Vivi will's wissen. Lemon Reese. Wenn der Zitrone nicht im Abgang schmeckt, passt er doch. Komm. Digga, was haben wir denn er? Lemon Reese auch ein Netter. Ja, ja, der ist wirklich nett. Schmeckt in große Fresse. Was? Also, da muss man sagen. Du aber auch. Nein, 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 bisschen große Fresse. So, weißt du, altbekannten großen Showmastern gegenüber. Weißt du, was ich meine? Oh ja. Elten und so. Oh, und ich denke, das oh, ist schon, das ist schon, da muss ich sagen, eines Raum. Das ist schon unangenehm. Muss man echt sagen. Weißt du, das wäre wie wenn Hugo auf einmal sagt, leck mich am Arsch, Thomas Gottschalk, du kannst nichts. Das wirkt ein bisschen, es wirkt ein bisschen unangenehm. Hey, Chat, guck euch zusammen, du kommst hier
Hier kommst du von irgendwo runter und fährst hier durch die Stadt zu deinem Hotel. Nach da hinten, da einer. Guck mal, der gibt richtig Gas im Blauen. Ja. Ich mach jetzt Meter. Jens ist so langsam. Das ist wirklich krass. Der Typ hat auch immer was zu erzählen, ey. Oh, Müll. Ich schieße. Schade. Ich wüsste, wenn du das... Schade. Oh mein... Ich so gefreut. Wie ist das jetzt in den Müllschmeißer? Ja. Schnell, Mann. Ey, der raucht. Der hat sogar was zu essen auf der Nase. Eine Karotte. Wer beißt darf? Du. Wie, warum ich? Ach komm, weil dir das Spaß macht. Weil du Spaß hast hier. Weil das ist, du musst, was, das sind die Erlebnisse, die dir bleiben. Meine Mann noch mal 10 Jahre. Wenn ich in der Karotte beiße. Ja, wir haben das alle gemacht, um in der Gang zu sein. Und dann da reingesteckt, mit Pilz zwischen den Fingern. Cool. Und, you good? Na, wie Bild? Mein Junge. Ganze Tag. Komm, Alter. Komm. Tag. Hier sind die Mumpus, die wir für dich kaufen. Hier sind sie schon. Das sind die wir haben wollen. Das ist jetzt die Lage. Aber guck dir die mal an. Die sind richtig krass. Die Farbe habe ich noch nie gesehen. Pass auf. Wir gehen da rein. Du guckst, dass du mit der Karte. Ich bin. Wer bin ich? Du bist Knossi. Johnny Depp. Ich bin in dem Moment, wenn wir da reingehen, Johnny Depp. Ja, ich muss ja dein Insta zeigen. Ja. Du hast ja Handy und dann Insta und dann gibst du mir so ein Zeichen. Du zeigst auf die Schuhe, Deutsch, Englisch, alles, was du so kannst. Machst einen auf international. Ich stehe hier vorne so. Als verdeckt so ein bisschen. Du gibst so ein Zeichen. Wenn du den machst, mach ich kurz Brille und Mütze runter, dass die sieht, der ist es. Kannst du kurz die Kamera halten? Dreh mal die Mütze um. Kannst du kurz die Kamera halten? Warum? Ja, dreh mal die Mütze um. Warum Mütze umdrehen? Dreh mal die Mütze um. Ah, oh mein Gott, da bin ich. Ja, so. Ja. XO, das ist ein richtig teures Getränk auch. Hennessy XO. Ich mach hier so. Mach ein bisschen. So. Nein, das ist, wir sind ja nicht Tony Hawk. Das machst du mal schön ein bisschen auf. Wir sind ja nicht in der Skaterbande, oder was? Sprich mal, wie du gleich sprichst. Yo, we want to buy Moonboots. He's Klossi. Das wird nix. Das wird gar nichts. Pass auf, du sprichst professionell, weil du hast ja für mich, du hast mich auch nach meiner Gerichtsverhandlung wieder zu Flug der Karibik gemanagt. Verstehst du, was ich meine? So sprichst du da drin. Du sprichst da klares, Gutes. Sag mal, wie ich sprechen soll. Hello. Freundlich, zuvorkommend. Ja, oh mein Gott, ja. Angenehm, du machst der Frau ein Kompliment, du bist nett. Ey, nice, ist we are from... Frau? Du startest erstmal, nice, we are from Los Angeles. Ich probiere. Du bleibst drauf, ich bin der Dezente, der sich vor Autogrammjägern gerade hier nicht retten kann. Ja. Hello. Achso, ich bin ja der Star. Hello. Do you have moon boots? Yes. Ich versteck mich hier, Johnny Depp. It's for Knossi. Do you know it's him? Die sind für dich, du Trottel. Wir gucken sie erstmal an. No. They, bleib hier hinten, abseits. Is it possible to pay with Insta Story? No. Il veut quoi? Il veut payer avec Insta Story. Ah non, he's star. Mensch. Vergiss. You have the Moonboots here? The, yes. Can we see the model? Okay, weil ich war auch noch nicht, weil es kann nicht. Das ist voll blamiert. Du wolltest erstmal die Schuhe angucken und sich dann für eins entscheiden. Ein Gespräch kommt 10 Minuten mit ihr reden, Sachen ausprobieren. Die Schuhe sind für dich. Die eine hat sich beschwert, dass wir filmen auf Französisch. Wirklich? Ja. Also ich bin ein bisschen versteckt da. Ah, guck mal. Was irgendwie. Welche Size hier? 45. Das ist blamiert von deinen Leuten, ich sag das nicht. Du kannst doch nicht direkt, du sollst doch nicht direkt an die Kasse gehen und so starten. Wir müssen doch erstmal die Sachen ausprobieren und hier durchgehen und einen auf groß machen. Wir nehmen das. Mensch, Junge, hast du nie Michael Jackson beim Einkaufen gesehen im Clip bei TikTok oder was? Ey, das ist der Best of the Best, gell? Wie sind die? Warum sieht das so klein aus? Die laufen sich aber noch ein. Die sind aus wie Ruhrart. Die laufen sich aber noch ein. Dieser Schaum. Die sind zu klein. Ja, okay. Ey, das sind auch richtig geile Bunte. Ey, wir müssen ein bisschen chillen. Ich glaube, die eine ist nicht so glücklich darüber, dass sie hier filmt. Die hat sich auch gerade mal richtig beschwert. Die hat sich richtig beschwert. Vor allem über den mit der Brille. Du, weil du Französisch kannst, oder was? Nee, du musst langsamer machen. Wir müssen chillen. Der alte Mann peint. Halt doch da. Ich hab kein Wort geredet. Oh. Und mit euch geht das war's letzte das Mal, dass Bank. Ich mit euch irgendwo hier hingehe. Gott sei Dank kennt uns hier keiner, ehrlich, sag's euch ehrlich. Digga, also. Das ist doch nicht sichtlich. Aber das ist so. So sind Mumbus. He's swimming inside. Ist normal? Yeah, no. He's swimming inside. Also, weil man sagt doch so auf Deutsch. Oh, do you have the long one in small? Yeah, okay. Maybe auch in color? Some color? Oh, color ist gut. Du siehst crazy aus. Also, damit. Sascha, das sind sie. Ja? Ja. Kannst nichts sagen. Do you immer have other color? For children, some color. Oh, das ist aber Lack und Leder. Aber damit sieht es aus wie Revi, oder? Ja. Maybe some more
with flowers drauf oder nein. So. Blut. The Stars für dich. Das ist, ist auch mein Little Star hier, mein Junge. Ja, ja. Ja, wie fühlst du die? Navy Blue. Boah. Du ey. Gewöhnst dich, wenn du damit ja, gleich ja, mit uns im, wenn du im Schnee läufst, das ist geil. Best. Aber denk dran, wenn die zu groß, wenn die jetzt zu groß sind, die werden noch ein bisschen größer, ne? Boah, oh ja. Oh ja. Oh. Hugo, jetzt bin ich gespannt. Nein, das ist nicht. Doch nix. Hugo, das sieht nicht gut aus. Nein. Das ist no, thank you. Really komisch, aber da reingeht. Weil dieser Schaum sich deinem Fuß anpasst. Ja, gerade gemacht. Hab ich nicht, wusste ich jetzt nicht. Ich, soll ich die holen? Ja komm, kannst du? Ja. Ehrenmann. Ich krieg von euch noch 200, ne? Nein, du bist eigentlich, ich geh zurück. Nein. Wie, nein? Das ist geschenkt. Warum? Einfach so. Wie dreht man den Bildschirm? Jetzt haben wir endlich gute Schuhe, können alle im Schnee rumtollen. Moment mal. Dann wird gibt's Geldbeutel wirklich dabei. Ich nehme schwarz. Geldbeutel dabei. Wir müssen jetzt, pass auf, du gehst an die Kasse, dass wir bringen later. Hier mein Ausweis. Nein. Er bezahlt ja. Er hat kein Geld dabei. Warte mal. Nein. So eine Peinlichkeit. Nein, oh mein Gott. Wie viel ist das? Wie viel Euro? 400. 400? Ah. Ja, komm, Alter, ah. Wie bist du, Alter? Das ist ein Viertel Monatsmiete, was du bekommst von irgendeinem Mieter. Ich zahle das dir nicht. Wie? Digga, ich kenne nicht mal deinen Vornamen. Ja, aber ich auch nicht. Heißt du Hugo? Ja. Nachname? Ja, das sage ich nicht. Ach, so einer, Alter. Wie so einer? Ach, so einer. Bei Jens weiß man alles. Ja, natürlich. Man entweder mal. Okay. Was musst du hier? Warte, bleib kurz auf Sascha. Card is refused. Card? Nein. Die Kleins? Nein. Oh. Embarrassing. Embarrassing. Baby, zahl das schnell mit einer Insta-Story jetzt. Das ist so crazy, alles. Hast du es gemacht? Ja, wir sind hier schnell. Okay, geil. Sascha, ich muss hier. Warum braucht ihr eine Brille? Hier, das hier ist eine schnelle Brille. Nein, die, nein, die hier. Gut, nimm nein, die. Die hier. Boah, die sieht aber krass aus. Digga, scheiße, ich hab ja auch noch eine Challenge. Es muss irgendwas, was rot-weiß. Ja, finden wir hier. Rot-weiß-blau ist. Ja, aber du brauchst eine französische Flagge. Wir können nein. Diesen Banner da. Es muss so da kreativ. Der Banner ist rot-weiß-blau. Ja, aber das ist halt Werbung. Ich weiß nicht, ob das so gut das ist. Das hier ist auch rot-weiß-blau. Sorry. We are from Samsung. Samsung. This is the new, you know, Samsung. Yeah, this is the new mobile. Yeah. No, that's oh, okay. Yeah. And we have to have challenge. Okay. Creative photo making from someone who has the colors. French. Aber oh, das ist auch Tommy Hilfiger, ne? Yeah, Tommy Hilfiger. Yeah. Yeah. Dann mach doch. Are you Deutsch? Nein. Okay. English. English. England. London. UK. Yes. Okay. UK. Nathan Evans. You know him. No. Nathan Evans. With the song, the singer. The singer. And the other, Paul Potts, with the team. Give me a demo. What is this song? What? You sing for the Wellerman. The Wellerman song. And then Phil the Power Taylor. Okay. You know? Yeah. I think so. If you want, you can get that in. Can I make photo? Sehr gut. So gut. Scheiße, tausch um. Nein. Die Farbe bei dir besser. Lass mich mal die. Nein, ich will die Farbe haben. Okay, dann nehme ich die. I'm not gonna run off with it. Weil so sehe ich raus. Hat Revi jetzt bezahlt? Und wo ist er? Ja, drin. Aber was hat die Brille gekostet? 69. Eine? Ja. Oh mein Gott. Ja. Warum ist so dunkel? Oder? Du hast es mit dem falschen Handy gemacht. Ruf den Typ zurück. Du hast es mit dem Hey! Sorry. Can you come? Bruder, was machst du denn? Du schreibst hier so rum. Bleib kurz stehen, ich muss mein neues Handy holen. Digga. I make photo with the new. Ja, wirklich alles nur so, aber leichte Bewegung links, rechts. Yeah, it's nice. Okay, thank you. Sorry. Hey, sorry. Thank you. Take care. See you, bye-bye. Oh, das ist gut. Oder? Das ist gut. Guck mal bei Jens an. Bei Jens sehen die katastrophal aus. Digga, von hinten sieht er mal irgendwie komisch aus. Also sieht er normal aus. Ja, weil seine Hose auch so runterhängt. Aber mit den Schuhen schon viel besser jetzt, glaube ich. Ja, ich rutsch gar nicht mehr. Chat, das ist ein Gamechanger. Hey Sascha, glaubst du, so sieht's auch in Jeremy Franklins Nase aus? Von innen? Ja. Wieso? Wegen Koks. Kennst du? Kennst du Koks? Ja. Wir müssen schon? Nein, zurück. Wie läuft es in den Schuhen? Geil. Das ist egal. Alles ist egal jetzt. Hugo, wie geil sind die Schuhe? Ja. Er hat sich beschwert, er rutscht. Ja, komm, lass ihn doch. Die Kinder wieder nur am Heulen. Entweder sitzen sie am Auto drin, wann sind wir da? Bei dir wird auch langsam Zeit. Wir gehen mit Zeit. Na, dass du wirfst. Nein, spinnst du. Wir müssen hier links. Hey! Oh, schöner, Nieder. Ein schöner Fall. Ein schöner. Ah, so ein Knochenbruch, der muss schon rein. Hast du gefilmt? Natürlich. Können wir einfach ins Haus gehen und ich bekomme nichts zu essen, Digga? Hey, hallo, falsch wirst du. Nein, wir müssen daheim. Hallo, bonjour. Warte mal. Ich kann nicht mehr. Oh, ich bin erschrocken, Alter. Sorry. Hä? Kann ich ein Foto machen? Wollte ich gerade fragen.
Gut, ich will. Ja. Können wir ein Foto machen kurz? Ich kann machen. Excuse me. Oh. Was machst du hier? Leute, hier ich bin aus Schweden hier. Aus Schweden? Wohnst du aus Schweden? Wohnst du in Schweden? Ja. International. Hast du gesehen? Aus Schweden kommt er. Das ist Hugo. Das macht doch keinen Sinn zu labern, wenn man ein Foto Hugo macht, oder? Es ist so Ströming. Kennst du mich? Nee, Digga. Kennst du mich? Kennst du ihn? Ja, ja. Wer bin ich? Nicht der hungrige Hugo. Ah. Oh. Stark. Ey, Boss. Oh, nein. Aber ich wusste, ich konnte deinen Namen machen. Auf jeden Fall. Wie alt bist du? 19. Was machst du beruflich? Studiere. Was studierst du? Elektrotechnik. Okay. Ey, wir müssen weiter, ne? Ja. Guck mal, er studiert in deinem Alter. Was machst du? Gar nichts. Ja, ich... Denk mal drüber nach. Viel Spaß euch noch. Ciao. 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 Tobi, du musst Handschuhe anziehen, das ist zu kalt. Und dann lass ich machen. Wurde einer von euch... So schnell sind wir noch nie gelaufen. Wurde einer von euch angefragt für Desert Warrior? Ja. Ja? Ja, ja. Okay. Ich bin zu. Ich bin mit Otto nächsten Monat in Las Vegas. Ich kann euch nicht sagen, für was, aber wir sind in Las Vegas. Ja, was ist denn nächsten Monat? Wir haben da auf jeden Fall, wir machen ein paar geile Videos. Geil. In Las Vegas kannst du viel machen, weißt du ja. Und wenn Otto da ist, kannst du dir vorstellen, was dann da abgeht, ne? Oha, wunderschöner Hund. Oh, jawohl. Oha. Oh, der hat Angst. Nein, der mag nicht. Der mag nicht. Hey, komm mal, lass den Hund. Der hat Angst. Der hat aber zwei unterschiedliche Augen. Du musst Hundi finden. Oh, du brauchst doch keine Angst haben. Der hat richtig Angst. Der hat richtig Angst. Oh. Oh. Ja, he's really scared. He's scared, hä? Ja, ja. Okay, bye-bye. Der hatte richtig Angst, Chad. Ja, da denke ich immer, weißt du, dass so ein Hund irgendwo von irgendwo mal ein Trauma hat, weißt? Ja, ja. So, meine Tante hat auch einen Hund geholt aus so einem Hund gerettet aus Rumänien. Der ist auch irgendwie auf der Straße, weißt du, dann so. Und auch niemals irgendwie klar geworden und dann so wirklich dem Mensch so vertraut, so arg, weißt du? Ja, ja. Schade. Ja, ja. Da ist der Schlitten. Krass. Halt mich kurz. Ja. 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 Ja, ja. Gut. Du sitzt falsch, falsch rum. Gut. Sehr gut. Gut. Ja, ja. Gut. Was ist los, ne? Ja, stimmt. Gut. Ja, das gut. Geht auch. Ja. Gut. Ich bin komplett nass. Das hat sich nicht gelohnt. Oha. 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 War ein Fehler von ihm. Gerade bereut er so hart. Weiter, weiter. Hugo, jetzt den Aufstieg einmal rennen. Ah! Meine Schüsse. Jetzt bei der Hälfte, ja, nee. Hier ist hart, hier ist hart. Das ist euch Opfer. Gibt sich gar nicht. Ein bisschen? Vom Rauchen her jetzt nicht, oder? Ich rauche ja nicht mehr. Achso, ja, nicht mehr? Nee, also schon. Hast du mal geraucht? Monate. Boss. Du musst auch. Ich muss gar nichts. Dein Stream ist ausgegangen. Ja, scheiße. Du kannst oben starten. Dein Stream geht halt oben aus erst. Ey, ich muss, ne? Hey, hoch, ja, ne? Lass ihn ja bis oben da an. Okay. Ey, tschüss, kommst du mal hoch? Oder nee, durch? Ich lauf nochmal, ja. Müsst ihr 15 Uhr müsst ihr alle los, oder wie? Ich glaube, wir nicht. Chat, dankeschön, wir sind hier bald wieder live schon. Jens wird sich jetzt erstmal eine halbe Stunde hinlegen und uns einfach nur atmen. Alge.